Vor mir steht Christoph Konrad, der Vorsitzende der CDU Bochum. Wie beurteilen Sie das Wahlergebnis, so wie es jetzt schon bekannt ist? Die CDU hat Verluste eingefahren, ein schlechtes Ergebnis. Aber wir müssen den Abend mal abwarten, was unterm Strich rauskommt. Ein schlechtes Ergebnis, klar, aber Wahlsieger sind die Grünen und ich finde die Freude der SPD etwas bemüht. Die haben nun auch verloren und mal abwarten, wie sich das mit der Regierungsbildung dann am Ende gestaltet. Haben Sie etwa noch Hoffnung, dass es für Schwarz-Grün reichen wird? Ich will zumindest nicht ausschließen, dass es noch andere Konstellationen gibt als Rot-Grün. Und was sind die Gründe dafür, dass Schwarz-Gelb schon nach nur einer Amtszeit, was bisher kaum eine Landesregierung in Deutschland geschafft hat, abgewählt worden ist? Die Bilanz der Landesregierung kann es nicht gewesen sein, denn die Bilanz ist wirklich gut, auch objektiv betrachtet gut, in der Wirtschaftspolitik, in der Schulpolitik, im Bereich der inneren Sicherheit, in vielen Bereichen. Ich glaube, dass hier ein Bündel an Faktoren zusammengekommen ist. Einmal der Stolperstart in Berlin, der schwarz-gelben Bundesregierung. Wir haben im Übrigen Faktoren gehabt, die so in Richtung kleine Bundestagswahl gingen. Die haben die Landesbilanz zugedeckt und ferner gab es natürlich auch Faktoren wie Finanzkrise und Eurokrise, das heißt Griechenland-Problematik, wo am Ende viele Wähler auch nicht auf die Landespolitik geschaut haben, sondern mit Sorge auf diese Entwicklung. All das zusammen hat dann wohl offenbar zu der Verunsicherung geführt. Sie sagen ja jetzt, dass noch nicht klar ist, welche Regierung gebildet werden kann. Was glauben Sie denn, was am wahrscheinlichsten ist? Jetzt zumindest kann man nicht ausschließen, dass es am Ende eine große Koalition gibt. Und man kann auch nicht ausschließen, dass es eine schwarz-grüne Koalition gibt. Ich jedenfalls habe schon einige Signale in der Vergangenheit wahrgenommen, etwa aus der Fraktion der Grünen, also der Grünen Landtagsfraktion. Das Gleiche gilt dann eben auch für die Große Koalition. Auch da gibt es Signale für. Ich finde diese Freude der Spitzenkandidatin Kraft in den ersten Stunden nach 18 Uhr etwas bemüht. Warten wir es mal ab. Wir haben ja schon öfter derartige Überraschungen erlebt. Apropos Überraschung oder Große Koalition, ist Ihre Krawatte da auch schon ein Zeichen für? Schwarz mit ganz wenig Rot? Das sind reine Geschmacksfragen bei mir, hat nie was mit Programm zu tun. Und wie bewerten Sie das Abschneiden der drei CDU-Direktkandidaten, wo Sie ja in der WAZ gesagt haben, dass Sie keine Chance haben? Fühlen Sie sich bestätigt? Habe ich so nie gesagt. Ich habe darüber geredet, dass wir zum ersten Mal eine Erststimme und eine Zweitstimme haben und dass über die Landesliste die Chance gering ist, aber es eine Chance besteht, mit der Erststimme den Direktwahlkreis zu holen. Und das gilt für alle drei Kandidaten und Sie haben für das, was wir hier in Bochum hier schaffen konnten in dieser Zeit, gut abgeschnitten. Im Übrigen hat die SPD in Bochum verloren, fast 5% bei den Zweitstimmen und mal weniger als 1% bei den Erststimmen dazu gewonnen. Finde ich sehr interessant und das zeigt, die SPD ist nur noch Ruine einer Volkspartei. Okay, danke sehr. Vielen Dank.